Hallo und herzlich willkommen dann zu deiner neuen Folge Let's Retro. Und... Ach, das funktioniert ja nicht. Ah, ich wollte gerade den Controller schon in der Hand nehmen. Ich muss jetzt gucken, wie das hier nochmal... Ich hätte gerne ein neues Spiel. Wo ist denn hier ein Q? Da? Q, L, P. Reicht. Okay. Das Turnier in Battle City ist heute, QLP. Guten Morgen, QLP. Ist dein Deck fertig? Hey, mein neues Deck ist etwas ganz Besonderes. Es hat lange gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. QLP, hast du einen guten Deck? Ja. Wow, sieht nicht gut aus für mich. Aber heute verliere ich nicht. Wir alle haben auf dieses Turnier gewartet. Es wäre schön, wenn wir alle ins Finale kommen. Na klar doch. Okay, fangen wir an. Nur keine Verzögerung. Nur mal gucken, wie ich hier... Okay, Na gut, probieren wir das mal ein bisschen aus. Wir gehen jetzt zum Turnier. Und zwar spielen wir natürlich Yu-Gi-Oh! Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Die heiligen Karten. Schau mal, es sind alle schon versammelt. Sieh nur die alten harten Duellanten an. Blablabla. Hallo Kaiba. Duellanten, willkommen in Battle City. Zunächst einmal zu den Turnierregeln. Das Turnier findet in ganz Domino City statt. Wo sich die Duellanten in der Stadt auch treffen, findet das Duell statt. Duellanten können nur mit einem eigenen Deck spielen. Der Verlierer muss eine seltene Karte geben. 8 siegreiche Duellanten kommen ins Finale. Das Finale ist an einem geheimen Ort in der Stadt. Jeder Duellant hat eine Locator-Karte erhalten. Besiege andere, um ihre Locator-Karte zu bekommen. Mit 6 Locator-Cards bekommst du die Karte für das letzte Duell. Diese Locator-Cards können einsetzen im Duell sein. Mit anderen Worten, nur wenn du die Duelle gewinnst und die 6 Locator-Cards bekommst, darfst du zum Finale antreten. Das Turnier beginnt exakt um 9 Uhr. Na dann, Duellanten, verteilt euch über Battle City. Endlich, es fängt an. Na und ob... Hoffentlich sind wir nun einen Versuch durchzuhalten, Yugi und QLP. Klar. Ich gebe auch mein Bestes. Lass dich nicht unverbeutet erwischen. Joey, du solltest vorsichtig sein. Haha, mach dir keine Sorgen um mich. Wenn du alle Karten hast, treffen wir uns wieder. Wir sehen uns am Spielzeugladen meines Großvaters. Okay, dann machen wir das zusammen. Ich breche dann auf, ihr beiden. Schlacht euch bis ins Finale durch. Bis später. Ja, kein Problem. Yugi? Wir sollten auch ein paar Karten gewinnen. Das ist richtig. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum, bis das Turnier anfängt. Ja, wie auch immer du nochmal heißt, ich habe das vergessen. Hier wohne ich, glaube ich. Ja, hier ist mein Haus. Wo ist denn der Spielzeugladen von dem alten? Der war, glaube ich, hier unten. Ja. Hast du schon gegen andere gekämpft? Nein, das Turnier ist noch nicht angefangen. Hallo, willkommen, der Laden ist noch nicht eröffnet. Oh, da ist etwas, was ich dir sagen sollte. Um andere herauszufordern, drückst du die R-Taste. Das ist sehr wichtig. Vergiss das nicht. Wenn ich wüsste, wo die R-Taste ist. Hallo, du bist doch Yugis Kumpel, oder? Gib ihm eine Nachricht von mir. Dieses Jahr erledige ich den. Oder wie auch immer. Dieses Turnier, ich werde es ihnen zeigen. Ich werde alles gewinnen und alle demütigen. Mein Geisterdeck wird sie am Boden zerstören. Ja, hier sind schon komische Leute. Das ist der mit dem Dinosaurier-Deck hier. Sie sind alle in der Stadt geeilt, aber ich bleibe hier. Meine Dinosaurier-Deck muss ich nicht verstecken. Für mein Deck sind Heimlichkeiten nichts. Ja, Friedhof. Ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing. Einfach irgendwann. War es da vorher im Menü? Ich werde beweisen, dass das Blut wenn ich wieder so übernehme. Ich brauche wieder und Yugi fertig. Fufufu. Ja, meine ich auch. Da kann ich nicht durch. Gucken wir uns erstmal unser Deck an. Maske der Finsternis, Doron. Ah, so ein
Okay. Können wir anfangen. Locator Cards, eine von 6. Wann fängt das nochmal an? Ich weiß halt nicht mehr. Ja, das habe ich sogar schon gesagt. Hallo? Ja, ich bin gut, keine Sorge. Du. Kommt man noch irgendwie vorspulen? Ne, keine Tasse hier. Haben wir die Taste. Muss ich wirklich noch mit allen möglichen Leuten reden? Ach, Mann Gottes. Hallo? Nein, falsch. Shit. So, für die R-Taste forderst du jeden zum Duell raus. Nur welches ist die R-Taste? Nein. Ah, das ist die R-Taste. R-Taste ist S. Na gut, muss ich mir das merken? Ja, es ist nämlich so weit, das weiß ich. Ach, die hauen alle ab dann. So. Ist noch keine 9 Uhr. Soll jetzt auch gehen, viel Glück. Soll die alle nur loswerden? Ach, er bleibt hier, genau, das hat er ja gesagt. Er hasst helle Orte. Und du, hallo. Und auf Wiedersehen. Das müssen alle gewesen sein. Aha. Endlich. Gut, so, jetzt fangen wir an. Und zwar besiegen wir den da oben. Huh, hallo. Oh, der ist gar nicht da. Muss ich erst die hier besiegen? Dadam, dadam. Welche Karte setze ich denn? Die habe ich gar nicht. Irgendeine Müllkarte. So. Ich bin an der Reihe. Was haben wir denn hier Schönes? Dafür brauchen wir ein Tribut. So, Angriff. Kaputt. Sehr schön. Zugende. Ein bisschen nachdenken, wie das noch alle T ging. Eine dicke Kürbis mit stechender Wirkung. Sie gibt dem Spieler 200 Lebenspunkte. Sehr schön. Die ist verdeckt noch. Jetzt habe ich die aktiviert. 200 Lebenspunkte. So, ich würde gerne. Ja, Tribut. Wie mache ich das denn nochmal? Tribut. Ach so. So ging das. Rums. Zugende. Ja, ich muss das andere dann noch spielen. Dieses. Oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das war auf jeden Fall besser. Schwarzes Loch kann ich hinlegen, brauche ich aber gerade nicht. Pinguinsoldat.
Angriff auf die verdeckte Karte. Und dann die Bolzenschnecke direkt auf die Lebenspunkte. Ja, der macht also nicht allzu viel. Maske der Finsternis. Irgendwas konnte die. Weiß ich, ich glaube, die konnte irgendwas. Na egal. Zack. Effekt hat die nicht. Na gut. 4300 nur noch. Dann ist er schon kaputt. Und das sollte jetzt auch gleich funktionieren. Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Deswegen ist das nicht mehr alles so präsent. Ah, schade, eine Runde noch. Hoppala. Nein. So, so. Zack. War jetzt viel zu einfach. Zack, gewonnen. 190 Domino erhalten und ich habe Goblin-Fächer bekommen. Falle dir einen direkten LP-Angriff. Nein, die für Angriffszauber wie Funken und schreckliches Feuer. Interessant. Hallo. Bonz ist auf dem Friedhof. Ja, das ist einer der wichtigen Gegner. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe nur so ein blödes Ding. Keine Lust, mich hier durchzusuchen. Ich will euch das Spiel auch nur noch mal zeigen. Ich fange an. Das heißt, ein bisschen Verteidigung wäre super. Verdeckt. Gut. Ende. Das ist ein bisschen blöd, dass es immer so komisch hier angezeigt wird. Angriffsposition? 800. Das ist blöd. Na gut, Zugende. Du hast gerade das nächste Let's Retro fertig downloadet. 200 Lebenspunkte gekriegt und ich glaube, ich mache hier mal ein Tribut. Und setze Löwenzauber, der dann mal die Karte auslöscht. Und der greift mal die andere an. Sehr schön. So langsam komme ich wieder rein. Wie gesagt, der Gegner hier kann relativ wenig. Und das sieht man auch. Schwerer wird es dann, so wenn man so gegen Yugi oder so kämpft oder gegen Joey. Das sind dann schon schwere Gegner, sehr schwere Gegner. Momentan passiert da jetzt reichlich wenig. Gut. Zack. Und dann haben wir ihn auch gleich schon besiegt. Dann haben wir unsere erste Local Card. Es geht hierher nicht unbedingt um die Local Cards, sondern eigentlich um die halt drei heiligen Karten, die man auch kriegen kann. Zack. Ah, das müsste es eigentlich theoretisch schon gewesen sein. Ja, das war schon. Sehr schön. Das ist alles mit dem Standard-Deck. 500 Domino habe ich erhalten und Puppenritual. Das Ritual auf eine Psy-Puppe im Tausch gegen ein Tribut. Oh Gott, Ritualkarten. Du hast eine Local-Card bekommen. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal eben zu dem Opa unten. Da kann man nämlich... Oh, Heil Joy. Ich habe auch eine. Ich will aber mit dem Opa reden. Eigentlich. Hallo?
Hallo. Nach einem Speichern, Blick auf. Wo konnte ich denn hier nochmal Karten kaufen? Ich meinte, dass ich hier irgendwo Karten kaufen kann. Kunstkartenladen. Aha. Willkommen, wir haben eine gute Auswahl an Karten kaufen. Da habe ich mir mal ein richtig cooles Deck zusammengestellt. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich zeige euch nur mal kurz, dass man hier wirklich Karten kaufen kann. Hier gibt es alle möglichen Kram, was man halt gerne besitzen möchte. Dauert halt ewig, dann alles zu kaufen und sein Deck so super zusammenzustellen. Aber wie gesagt, das möchte ich ja jetzt nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Und hier gibt es eine interessante Maschine. Hier gibt es nämlich 8-stellige Passwörter, die man eingeben kann. Und zwar, wenn man sich Yu-Gi-Oh! Karten mal anguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo gerade eine liegen. Moment, ich guck mal eben, ob die da vorne funktionieren. Nein, die sind zu neu. Auf jeden Fall steht immer links unten auf der Karte eine Nummer drauf. Ja, mit die man halt hier eingeben kann. Und zum Beispiel 98693312. Hat jetzt nicht allzu gut funktioniert, weil es wahrscheinlich auch eine ausgedachte Nummer war. Und dann kann man sich halt schön die Karten da, die man selber auch hat, hier reinstellen. Das ist das Interessante daran. Hier geht's zur Kunst. Da können wir auch nochmal gucken. Da kommen wir nämlich nicht rein. Der Zugang zu diesem Gebiet ist untersagt. Und die haben wir ihn hier. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er ist auch. Ach verdammt. Er ist auch irgendwo zu wichtig. Und dann kann jetzt natürlich losgehen und noch alle möglichen anderen Gegner besiegen. Zum Beispiel den kleinen hier. Hallo. Rar, ein Duell. Boah, ich setze einfach das. Ist völlig egal. So, er ist angefangen. Das heißt, wir spielen natürlich wieder Mugen Curry. Und, Moment. Nein. Der hat einen Effekt. Dieser kann sich im Kampf duplizieren, wenn ein Platz auf dem Feld des Spielers frei ist. Das ist natürlich richtig geil. Wir greifen mal an. Ja, hat funktioniert. Dann werden wir in der nächsten Zug mal den Effekt benutzen. Jetzt zum Beispiel. Nein, Angriff will ich den noch. Effekt. Ah. Schade. Eine junge Hexe, die nicht auf einem auf dem eigenen Feld schwächen. Was? Eine junge Hexe, die Schattenmonster stärken und Lichtmonster auf dem eigenen Feld schwächen kann. Ah, guck mal, da kriegen wir gleich ein bisschen mehr drauf. Das ist natürlich richtig cool. Ich werfe jetzt mal die verdeckte Karte eben an. Ah, das geht jetzt nicht in dieser Runde, weil wir den Effekt benutzt haben. Irgendwie logisch. Schleimfrosch angreifen. Schade. Angriff, Rums. Und dann noch mit dem Hexenlehrling. Oder der Hexenlehrling. Der Hexenlehrling? Keine Ahnung. Lalala. Also ist auch nicht so wirklich der starke Gegner hier. Das ist auch noch einer der leichten. Ich wage mich jetzt auch nicht. No, ich kann gleich mal vielleicht mal gegen Kaiba kämpfen, wenn ich ihn sehe. Muss mal gucken. Dann kann man mal sehen, dass die schon ein bisschen mehr drauf haben. Als hier. Whatever his name was. Und ein Engel von nur Schein und Flügel sich versehen. Die kann eine Karte vom Deck ziehen. Maskenkonstrukt. Zwei Tribute müssen gezahlt werden. Details. Ruft sie eine Maske des Lanzes und
der Finsternis mit Tributen. Erfordert zwei Monster und eine Maske der Finsternis. Aha, jetzt weiß ich auch, wofür die Maske der Finsternis wieder war. Aber das ist, glaube ich, hier jetzt nicht mehr wichtig. Da der gleich in der nächsten Runde schon kaputt ist. Ups. Der legt auch immer nur verdeckte Karten. Das ist halt das blöde. Ein Kuribo. Doch, ich kann da gar nicht setzen. Ich habe gar keinen Platz. Rums. Und tschüss. Das war's dann schon mal wieder. Tiger aus dem tiefen Wald kommen, ne? Interessant. Hey, das müssen wir irgendwie. Ich freue mich auf das nächste Duell. Blablabla. So, jetzt gehen wir mal zu einem bisschen stärkeren. Wenn ich denn dahin darf. Ja, hier unten geht's lang. Hier ist zum Beispiel eh schon mal. Was willst du? Na, was bringen dir deine Sicherheitskräfte? Denk halt, du sollst also Dudeln sein. Schau mal, ein Dudel-Simulator. Genau, hier kann man nicht gegen den Duell-Simulator kämpfen. Und der ist echt ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so. Likes and Learning Effekt. So. Hätten wir das schon mal. Ist ganz gut, dass wir den als erstes hatten. Aber. Topf der Gier. Sehr nett. Legen wir die mal. Und greifen wir eine der Verdeckten. Ah, das war klar. Dass so was kommt. Dass er wirklich stärkere Karten hat. Damit kann ich zwei Karten ziehen. Das würde jetzt aber nichts bringen, weil ich dann in der nächsten Runde auch noch eine kriege. So, mache ich das erste in der nächsten dann. Naja, war logisch. Und auf dem Feld gesehen, das kann sich beim nächsten Zug nicht bewegen. Unglückliche, was soll ich denn mit so einem Scheiß? Topf der Gier. Ja, okay, bisschen Leben ist ganz nett. Ist halt jetzt wirklich nicht so das prallende Deck, ne? Das war interessant. Die Maske der Finsternis. Sehr schön. Greifen wir damit mal das verdeckte Monster an. Passiert nichts. Gut, dann machen wir hier einmal das erste kaputt. Und ja, das andere lassen wir so liegen. Ach, guck mal eine an. Warte nochmal. Ritual ruft eine Maske des Glanzes und Maske der Finsternis mit Tributen. Er fordert zwei Monster und eine Maske der Finsternis. Ich versuche das jetzt einfach mal. Tribut. Tribut. Oh. Richtig cool. Davon lege ich jetzt noch eine verdeckt. Und davon greife ich mal das Vieh an. Wie cool. Ja, komm. Mach das kleine Ding kaputt, das ist nicht so schlimm. Verteidigung. Angriff. Wusch. Britz, britz, britzel. Ich fühle ihn relativ gut momentan, muss ich sagen. Jetzt hat er wieder angegriffen, jetzt kann ich das vielleicht kaputt machen und der kriegt wieder Leben abgezogen. Könnte ich jetzt die ganze Zeit so machen. Momentan kann ich auch nichts Besseres machen. Wusch. Bin ich gut heute? Wow. Echt, da muss man sagen. Rote Medizin? Nein. Warum aktiviert ihr denn rote Medizin? Das finde ich nicht gut. Und da der die ganze Zeit diese eine verdeckte Karte da hat, greife ich die nicht an. Der will die verdeckt behalten. Oder verdeckt lassen. Da wette ich mit drum. Weil das irgendeinen Flip-Effekt hat. Ja, das weiß ich noch. Flip-Effekte. Na, guck mal einer an. Ja, jetzt funktioniert's, ne? Mhm. Rums. So, guck mal, was er jetzt macht. Hier sind drei Monster hier liegen. Okay, der kann einen von den Viechern kaputt. Hä? Wieso das denn?
Der kann auch nur 750 angreifen. Ich hab doch 900. Hä? Ich kann nicht verstehen. Was zum Teufel? Nee, ich verstehe das nicht. 2050 nur noch? Wow, ich bin gut. Noch kann sich alles noch ändern. Kann sich immer alles irgendwie schnell ändern. Brrrt. Also, das müsste gleich geschafft sein. Richtig gut. Oh. Ja, die setze ich jetzt nicht. Das war eine sehr schöne, aber... Wusch. Brrrt. Wey. Cool. 5000 Domino kriegt man dafür. Und den Hitotsume Riesen. Der Sieg ist bestätigt. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Ja, und ich würde sagen, das war's dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Eventuell mit den zweiten Yu-Gi-Oh!-Dingen. Oder mit Crash Bandicoot nochmal. Oder noch etwas, was vielleicht jeder kennt. Oder was auf jeden Fall jeder kennt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis dann. We'll be right back.